Viparita Shalabhasana ist die umgekehrte Heuschrecke, das, was man auch als Heuschrecke-Grundstellung bezeichnen kann. Manchmal wird auch Viparita Shalabhasana bezeichnet als die volle Heuschrecke. Ausgangsposition, Bauchlage mit Kinn am Boden. Gib dabei die Arme unter den Körper und hebe die Beine so hoch, wie du kannst. Viparita ist eine halbe Umkehrstellung. Beine sind höher als der Bauch, Bauch ist etwas höher als das Herz. Im Unterschied zur Shalabhasana, wo du die Arme auch hebst und die Arme nach vorne ausstreckst und hebst. Also, was wir bei Yoga Vidya einfach als Shalabhasana Grundstellung bezeichnen, kann auch als Viparita Shalabhasana bezeichnet werden. Und in manchen Yoga-Richtungen ist Viparita Shalabhasana, wenn du das Kinn am Boden hast und den Bauch und Brustkorb sogar hebst und die Beine oberhalb des Kopfes sind.